Serviert mir Heinrichs Kopf endlich auf dem Silbertablett. Machtkämpfe bestimmen seit jeher die Welt. Königshäuser kämpfen um die Vorherrschaft, um jeden Preis. Verführung. Intrigen. Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Majestät, ich flehe euch an. Gesteht endlich, Madame. Mord und Erbstreit. Ein Krieg der Könige. Gnadenlos. Wo ist er? Antwortet! Das ist die Geschichte Europas. Elende Franzosen. Das Verhältnis zwischen den Königshäusern Frankreich und England ist eisig. Doch sie haben einen gemeinsamen Feind. Philipp II., König von Spanien. In Frankreich will der erste König aus dem Haus Bourbon sein Volk einen. Aber er hat noch keinen Erben. Das politische Gleichgewicht Europas bleibt fragil. Elisabeth I. ist nicht gesund. Englands protestantische Königin ist erschöpft nach 36 Jahren auf dem Thron. Noch immer regiert sie ihr Königreich mit eiserner Faust. Der größte Feind für sie und Frankreichs König Heinrich IV. Ist das katholische Spanien. Elisabeth lebt in ständiger Angst vor einem spanischen Angriff. 6 Jahre zuvor. Ich bin zu euch gekommen, um unter euch zu leben oder mit euch zu sterben. Damals besiegt England die angeblich unbezwingbare spanische Armada. Elisabeth ist im Kampf dabei. Ich habe keinen Zweifel, dass wir schon bald einen ruhmreichen Sieg erringen über die Feinde Gottes und meines Königreichs. Seitdem fürchtet sie, der spanische König Philipp II. Könne eine neue Flotte aufbauen und England wieder angreifen. Ihr sehnlichster Wunsch, die spanische Bedrohung ein für alle Mal zu beenden. Da sich ihr Gesundheitszustand mehr und mehr verschlechtert, ist Krieg für sie eine schlechte Option. Insbesondere, weil sie sich nicht mehr auf ihren französischen Verbündeten verlassen kann. Heinrich IV. Hat sie verraten. Fünf Jahre lang führt der französische König Krieg gegen die Heilige Liga der französischen Katholiken, die Paris besetzt hält und damit seine Krönung verhindert.
Heinrich beschließt, seinen protestantischen Glauben abzulegen und zum Katholizismus überzutreten. Als Katholik kann er endlich gekrönt werden. Er zieht mit großer Geste in die Hauptstadt ein. Nach seiner Ankunft lässt Heinrich überall Flugblätter verteilen. Begnadigung für alle! Begnadigung für alle! Begnadigung für alle! Begnadigung für alle! Als erste königliche Handlung verspricht er allen Bürgern Straferlass. Begnadigung für alle! Selbst denen, die seine Krönung verhindern wollten. Sein Volk nennt ihn von nun an den guten König. Heinrich ist als legitimer Herrscher Frankreichs anerkannt. Nun braucht er einen Erben für sein Königreich. Am 3. Juni 1594 liegt Heinrichs Geliebte Gabrielle d'Estrées in den Wehen. Heinrich, eure Hand! Falls sie einen Jungen zur Welt bringt, will Heinrich ihn zum Thronfolger Frankreichs ernennen. Nach 12 Stunden Wehen wird ein Junge geboren. Der Sohn des Königs erhält den Namen eines Kaisers, César. Du wirst König, mein Sohn. Du wirst König. Verheiratet ist Heinrich seit 22 Jahren mit Margarete von Valois. Doch ihre Ehe ist kinderlos. Der 40-jährige Heinrich muss den Fortbestand seiner Dynastie sichern. Denn obwohl er seine katholischen Gegner begnadigt hat, erkennen ihn viele noch immer nicht als König an. Ende Dezember hält Heinrich im Anwesen seiner Geliebten Gabrielle einen Empfang ab. Unter den Gästen befindet sich auch der 19-jährige Jean Châtel, Jesuitenstudent und Sohn einer reichen, streng katholischen Familie. Der König hat Glück. Gerade als Châtel zusticht, beugt er sich vor, um einen Adeligen zu begrüßen. Er trägt lediglich eine Verletzung am Mund davon. Wer hat euch geschickt? Wer war es? Seht mich an. Sprecht. Nur ich kann euch noch retten. Wer war es? Ich ahnte ja bereits, dass der Klerus mich hasst. Nun haben wir den Beweis. Weiter. Ah. Heinrich vergibt dem Angreifer und will Gnade walten lassen. Aber das Gesetz ist eindeutig. Die Strafe für den Attentäter: Tod durch Vierteilen. Um die möglichen Hintermänner des Attentats zu ermitteln, wird Jean Châtel mit einem glühenden Schürhaken gefoltert. Er schwört, allein und nur unter dem Einfluss seiner Jesuitenlehrer gehandelt zu haben, die im König einen Tyrannen und Ketzer sehen. Am
Am darauffolgenden Abend werden seine Lehrer und 37 weitere Jesuiten verhaftet. Obwohl man bei der Durchsuchung keine offiziellen Beweise findet, werden die Jesuiten verurteilt. Empört über den katholischen Extremismus, lässt der König alle Jesuiten aus Frankreich verbannen. Einmal in Fahrt geht Heinrich noch weiter. Er weiß, dass der spanische König Philipp II. Ihn im Namen der Katholiken vom französischen Thron stürzen will. Er beschließt, gegen Spanien in den Krieg zu ziehen. Dafür braucht Heinrich eine Armee. Er hofft auf die Hilfe seiner ehemaligen Verbündeten in England, der protestantischen Königin Elisabeth I. Sprecht! Eure Majestät, ich komme im Auftrag. Heinrichs Gesandter soll die Monarchin überzeugen, Frankreich noch einmal im Kampf gegen die Spanier zu unterstützen. Ich verbünde mich gewiss nicht mit eurem König. Er hat mich tief enttäuscht. Ich verzeihe ihm nicht seine Konversion. Aber eure Majestät... Seid still! Kein Wort mehr will ich davon hören. Geht jetzt! Die protestantische Königin versagt dem katholischen König Frankreichs die Unterstützung. Als sein Gesandter ohne Erfolg zurückkehrt, greift Heinrich zu Drohungen. Sagt ihr, ich weigere mich, diese Last allein zu tragen? Verwehrt sie mir ihre Hilfe, werde ich einen Friedenspakt mit Spanien schließen. Die Androhung eines Friedensvertrags zwischen Frankreich und Spanien zeigt Wirkung. Ich schicke ihm Soldaten und Geld. Im Gegenzug sorgt er dafür, dass unsere östliche Flanke geschützt ist. Der Krieg gegen das katholische Spanien kann beginnen. Mit 68 Jahren ist Philipp II. Ein alter, von Krankheit gezeichneter Mann. Als überzeugter Katholik sieht es der spanische König als seine Pflicht an, seine Religion in Europa durchzusetzen. Er will das ketzerische Protestantentum ausmerzen, das England und Frankreich befallen hat und sich inzwischen auch in seinen niederländischen Provinzen ausbreitet. Amen. Philipp II. Aus dem Hause Habsburg herrscht über ein riesiges Königreich. Neben Spanien regiert er über Portugal, die Niederlande, Neapel, die Lombardei, Sizilien, Sardinien, die Azoren und Teile Amerikas. Er ist davon besessen, die Protestanten auszurotten und treibt so die einst große Nation in den Bankrott. Dennoch will er weiterkämpfen. Da herrsche ich lieber gar nicht. Als über Ketzer zu herrschen.
Damit beginnen 3 Jahre Kampf zwischen Franzosen, Engländern und Spaniern. Heinrich kämpft an vielen Fronten. Er will auch die letzten Städte zurückerobern, die von der Heiligen Liga kontrolliert werden. Darunter Toulouse, Marseille und Nantes. Seit über 30 Jahren ist sein Land heimgesucht von Religionskriegen. Und überall brechen neue Gefechte aus, die tausende Opfer fordern. Dennoch lässt es sich Heinrich nicht nehmen, sich zu vergnügen. Noch immer ist der französische König völlig in Gabrielle d'Estrées vernarrt. Auch nach 5 Jahren überschüttet er seine Geliebte mit Juwelen. »1596 kommen Gerüchte auf, der König wolle seine Geliebte heiraten und den gemeinsamen Sohn César zum rechtmäßigen Thronerben ernennen. Seine Berater sind von diesem Vorhaben wenig begeistert, denn Frankreich hat weitaus wichtigere Probleme. Nach Monaten des Krieges gegen Spanien sind Frankreichs Staatskassen leer. Englands Königin Elisabeth weigert sich, mehr Geld zu schicken. Heinrichs Soldaten und Offiziere drohen, die Kämpfe einzustellen. Frankreichs König weiß nicht, an wen er sich noch wenden soll. In dieser Situation eilt ihm Gabrielle d'Estrées zu Hilfe. Aus Liebe. Die Männer haben mir Folge zu leisten. Sire? Ich möchte euch das hier geben. Das kann ich nicht annehmen. Doch. Nehmt es. Für Frankreich. Einige Monate später belagert Heinrich die Stadt Amiens. Gabrielle schenkt nahezu ihren gesamten Besitz her, um die Soldaten des Königs zu bezahlen. Vor allem die Landbevölkerung leidet. Die Steuern steigen immer weiter und der Krieg verwüstet die Felder. Kaum Ernte, hohe Abgaben. Den Menschen bleibt kaum etwas zu essen. In Spanien ist die Lage nicht besser. König Philipp II. Ist erschöpft. Er gibt die Herrschaft über die spanischen Niederlande ab, als Brautschatz an seine frisch verlobte Tochter Isabella. Es geht schon. Siehe. Ihr müsst euch ausruhen. Leider, ich kann mich nicht ausruhen.
Ich kann mich nicht zurücklehnen. Nicht solange Gott mich noch benötigt. Geplagt von der Gicht sind die Hände des Königs so geschwollen, dass die Ärzte ihm die Finger aufschneiden müssen. Derart geschwächt hat Philipp keine Kraft mehr für den Krieg gegen Frankreich. Ein Friedensvertrag wird ausgehandelt. Das am 2. Mai 1598 unterzeichnete Schriftstück liegt in den Archiven des französischen Außenministeriums. Im sogenannten Frieden von Vervins erkennen beide Länder die Sinnlosigkeit einer Fortführung des Krieges an. Für den spanischen Hof kommt der Vertrag einer Niederlage gleich. Auch die englische Königin versucht alles, um die Unterzeichnung zu verhindern. In Frankreich jedoch feiert man das Ende des Konflikts. Meine Botschafter, erheben wir das Glas. Für Heinrich ist es ein Triumph. Der Krieg gegen Spanien ist vorbei. Frankreichs König weiß, wie zerbrechlich dieser Frieden ist. Seine katholischen Gegner lauern überall. Um ein Wiederaufflammen religiöser Konflikte im Keim zu ersticken, fasst er den wichtigsten innenpolitischen Beschluss seiner Regentschaft. Durch ein neues Edikt will er sich mit den Protestanten aussöhnen. Es sei der reformierten protestantischen Religion erlaubt. Im April 1598 lässt der König das Edikt von Nantes aufsetzen. Es gewährt den Protestanten grundlegende Rechte. Es werde keinerlei Unterschied gemacht zwischen Katholiken und Protestanten, solange sie ehrbare Bürger sind. Das bedeutende Schriftstück französischer Geschichte wird im Pariser Nationalarchiv aufbewahrt. Heinrich zeigt sich damit als König, der für Toleranz und Frieden eintritt. Die Protestanten können nun in rund 200 Städten Frankreichs ihre Religion frei ausüben. Sie können in öffentliche Ämter gewählt werden und haben dieselben Bürgerrechte wie Katholiken. Außerdem gewährt er beiden Seiten Amnestie für Verbrechen, die während der Religionskriege begangen wurden. Das Edikt legt zwar den Katholizismus als Staatsreligion fest, doch jeder Franzose, egal welcher Konfession, gilt von nun an als loyaler Untertan des Königs. Damit beendet Heinrich die Religionskriege, die über 35 Jahre in Frankreich und ganz Europa herrschen. Die Hardliner unter den Parlamentariern und Katholiken sind entsetzt vom königlichen Edikt. Aber Heinrichs Autorität lässt seine Kritiker verstummen. Ich allein entscheide über die Religion. Ich bin euer König und als König erwarte ich Gehorsam. Die Parlamentarier sollen ihm dankbar sein. Denn damit hat er Frankreich gerettet. Und ich erwarte, dass dies zum Wohle des französischen Königreichs respektiert wird.
Er bittet sie, das Edikt nicht bloß seinetwegen zu akzeptieren, sondern für sie selbst. Am 25. Februar 1599 ratifiziert das Parlament das Edikt von Nantes. Endlich herrscht Frieden. Nun will Heinrich die Zukunft seines Königreichs sichern. Nach 3 Jahrzehnten Krieg ist das Geld knapp. Sein treuer Freund Maximilian von Bethune, Herzog von Sully, soll helfen, die Staatskasse wieder zu füllen. Der französische König und der Herzog von Sully sind seit über 20 Jahren befreundet. Als treuer Berater und hochrangiger Offizier wird Sully zum Hauptverwalter der Finanzen ernannt. Majestät. Sully, schön, euch zu sehen. Sire, ich weiß endlich eine Lösung. Ich höre. Der Herzog weiß, dass es nicht ausreicht, nur Steuern zu erhöhen, damit es in Frankreich wieder aufwärts geht. Auf Anraten seines Freundes beginnt Heinrich IV. Importe zu beschränken und die regionale Produktion zu fördern. Zum Beispiel die Seiden- und Textilherstellung. Um den Handel anzukurbeln, werden Kanäle ausgehoben, Wasserstraßen errichtet und Landstraßen instand gesetzt. Die Bauern können in die Dörfer zurückkehren und ihre Felder wieder bestellen. Heinrich ist sich seiner Rolle als Vater der Nation sehr bewusst und schenkt den Bauern besondere Aufmerksamkeit. Er will ihr Leid endlich beenden. Sollte Gott mir ein langes Leben gewähren, sorge ich dafür, dass sich alle Bauern Frankreichs satt essen können und sonntags einen Huhn im Topf haben. Ja. Kraft und Reichtum eines Königs hängen vom Wohlstand seiner Untertanen ab. Merkt euch das, mein Freund. Das Land blüht wieder auf. Und Heinrich lässt es sich in der Hauptstadt gut gehen. Er isst, trinkt und feiert oft bis spät in die Nacht mit Freunden. Gabrielle ist stets an seiner Seite. Mein Sohn! Komm her! Der König ist in seine Geliebte vernarrt. Das Paar hat inzwischen 3 Kinder, die bei ihm aufwachsen. Ja, macht dir Reiten Spaß? Komm, spring auf! Es ist Heinrichs sehnlichster Wunsch, Gabrielle zu heiraten und zur Königin zu machen. Außerdem will er seine unehelichen Söhne legitimieren und so die Thronfolge sichern. Heinrichs Entscheidung, Gabrielle zu heiraten, beunruhigt seine Berater. Denn er will nicht auf die Erlaubnis des Papstes warten, sich von seiner Ehefrau Margarete scheiden lassen zu dürfen. Und Gabrielle ist wieder schwanger. Ja, es wird ein Junge. Ja, das weiß ich.
Das weiß ich. Heinrich will sie zur Königin machen und schenkt ihr zum Beweis den Ring, den er 1594 bei seiner Krönung erhalten hat. Am Tag seiner symbolischen Vermählung mit Frankreich. Meine Königin. Mein König. Einen Monat später. Heinrich und Gabrielle verbringen einige Tage auf Schloss Fontainebleau. Während der König noch über die Ostertage dort bleibt, ist Gabrielle früher nach Paris zurückgekehrt. Nach ihrer Rückkehr erleidet sie heftige Schmerzen und Blutungen. Madame, hören Sie mich? Madame! In der Nacht zum 9. April 1599 setzen vorzeitig die Wehen ein. Das Kind kommt tot zur Welt. Am Tag darauf stirbt auch Gabrielle. Auf Schloss Fontainebleau erhält Heinrich die traurige Nachricht. Seine Vermutung, Gabrielle wurde vergiftet, um ihre Hochzeit zu verhindern. Umgehend kehrt er nach Paris zurück. Der König ist am Boden zerstört. Gabrielle war seine große Liebe. Sie schenkte ihm zwei Söhne und eine Tochter und wäre eine wunderbare Königin gewesen. Untröstlich trägt der Monarch schwarz, um der Welt seine Trauer zu zeigen. Wie beim Tod einer Königin liegt vier Tage lang eine Wachsfigur von Gabrielle im Bett des Königsgemaches. Keine Mätresse am französischen Hof wurde je so geehrt. Heinrich schenkt Gabrielle ein königliches Begräbnis in Paris, samt Requiem. Der König lässt nach César auch seinen zweiten Sohn Alexandre legitimieren. Doch ohne ihre Mutter als Königin ist die Chance gering, dass sie eines Tages herrschen. Die Zukunft der Bourbonen-Dynastie und des französischen Throns ist bedroht. Nach wenigen Wochen tröstet sich Heinrich in den Betten neuer Mätressen. Der König ist Mitte 40
und hat noch immer keinen legitimen Thronerben. Sire, das ist die Prinzessin von Dänemark. Man rät dem König, eine Adelige zu heiraten, die seiner würdig ist. Tja, die Prinzessin Polens vielleicht? Die Prinzessin von Brandenburg? Elisabeth, ihre Schwester? Eine deutsche Prinzessin zu ehelichen wäre, als läge ein Weinfass in meinem Bett. Maria von Medici. Kandidatin scheint für Heinrich akzeptabel. Die Florentiner Prinzessin Maria von Medici. Maria ist die Tochter des Großherzogs der Toskana. Ihre Familie ist wohlhabend und beim Papst hoch angesehen. Sie würde sich gut als Königin Frankreichs eignen. Um eine Hochzeit zu ermöglichen, gestattet der Papst, Heinrichs Ehe mit Margarete zu annullieren. Nach Gabriels Tod, im Dezember 1600, heiratet Heinrich IV. Maria von Medici. Maria ist zwar finanziell ein Glücksfall, aber tiefe Liebe empfindet Heinrich für sie nicht. Doch der König braucht einen Erben, also erfüllt er seine ehelichen Pflichten. Lasst es euch gut gehen, meine Königin. Ihr solltet alle Annehmlichkeiten und Vergnügungen genießen, die Frankreich euch bieten kann. Ich verlange nur eins, haltet euch aus Staatsangelegenheiten raus. Maria ist eine sehr empfindliche und eifersüchtige Frau. In der Ehe kommt es schon bald zu Spannungen. Dennoch verbringt das Paar in den ersten Monaten nach der Hochzeit jede Nacht miteinander, um einen Thronerben für Frankreich zu zeugen. Aber schon bald vergnügt sich der König auch anderweitig. Wo steckt er? Wo versteckt er sich? Antwortet! Miststück! Wie könnt ihr es wagen? Elender Hund! Die neue Königin teilt nicht gern.
Letztlich setzt sich Maria gegen alle anderen Geliebten durch, denn sie schenkt Heinrich, was er sich am sehnlichsten wünscht. Ruft meinen Leibarzt. Am 26. September 1601 setzen bei der Königin die Wehen ein. Sie dauern rund 22 Stunden. Heinrich weicht während der ganzen Zeit nicht von ihrer Seite. Am 27. September kommt im Schloss Fontainebleau der Dauphin Frankreichs zur Welt. Ist ja gut, mein Kleiner. Ich nenne ihn Ludwig. Nach Ludwig dem Heiligen. Hä? Ja, und wie Ludwig der Zwölfte, der Vater des Volkes, genannt wurde. Ja, du bist König Ludwig, der große Ludwig der 13. Ja. Die Geburt des Dauphins bringt Maria von Medici die Anerkennung, die ihr bislang verwehrt wurde. Sie hofft nun, bei der Regierung des Landes mitreden zu können. Heinrich entsendet Boten ins ganze Land, um die frohe Kunde zu verbreiten. Mein Sohn. Hä? Seine Söhne Alexandre und César aus der Beziehung mit Gabrielle haben keine Chance mehr auf die Krone. Ich habe einen Sohn. Der zukünftige König, Ludwig der 13., wird in diesem Schlafgemach im Schloss Fontainebleau geboren. Frankreich hat endlich einen König und einen legitimen Thronerben. Und bald wird das Reich noch größer werden. Denn in England neigt sich Königin Elisabeths Zeit dem Ende zu. Und mit Neid und Missgunst schielt Frankreich, wie ganz Europa, nach ihrer Krone. Niemals unterstützt Frankreich einen Habsburger.